So, was machen wir denn jetzt? Ich weiß gar nicht. Sollen wir aufstehen, zu denen da hinten gehen, zu den Verschrullten? Machen wir das mal, weil sonst besprechen wir kaum mit denen. Mal gucken, was sie so zu sagen haben, die Hexen. Nein, eigentlich nicht. Ich habe Angst vor euch. Ihr wart sicherlich diese Horror-Zwillinge aus Shining. Oh, ich hasse Politiker. This one? Mr. Justin would say the same thing. Did you know that Mr. Justin once interviewed a ballerina? Did you know she was Miss Anna's best friend? Did you know that it was Mr. Daniel who made Miss Anna stop crying? I see. Mr. Archie died this morning. What? It's 2 days until the time of freedom. Archie ist tot? Er hat's nicht geschafft? Verdammt. Es ist schon wieder passiert. Er hat uns dann geschrieben. Glückwunsch. Und das ist neu. Glückwunsch, dass du sagst, weder der Preis und der. Aber so ein Mist. Wenn du dieses Level neu versuchen möchtest, wähle nochmal Bild. Ja, wir haben es geschafft, aber nicht sonderlich gut. Ach, so ein Mist. Archie ist draufgegangen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das wirklich passiert. Da brauche ich erstmal echt was zu trinken. Ich dachte, wir hätten ihn noch motiviert, damit das nicht tut. Nehmen wir noch einen Schluck. Und erfahren etwas über Cocktails. One style of cocktail that requires the most experience and technique to create is the pousse-café. Normally, cocktails are stirred thoroughly, but this is a cocktail you cannot mix. Das ist ein Schichtcocktail wahrscheinlich. The bartender creates a beautiful rainbow inside the glass by carefully layering differently colored liqueurs according to their densities. But what's the best way to drink this? Mixing it will ruin the effect. And if you don't mix it, it stays separated. Perhaps the agony of indecision is part of the Pousse Café's appeal. And that was the cocktail trivia for tonight. Empty? What would you like now? Was nehmen wir denn jetzt? Ich nehme, glaube ich, einen Whisky. Whisky. Coming right up. So, aber in der Zeit reden wir mal mit Justin. I interviewed another woman today for a different story. She's pregnant, but she's marrying a man who isn't the father of her child. And she's not going to tell him that he isn't. It's the truth. Grausam, gibt es einen Grund dafür? Mal nachfragen. Why? She doesn't actually know who the father is. So among all the possible fathers, she went for the one who is the kindest and the dullest. He'll raise the baby, believing it to be his child. I'm sure he'd be happier if he didn't know. I don't think I agree with that. Yeah, I hear that in any romantic relationship, feelings decline over time. One theory is that love is a drug, like alcohol or cigarettes. Repeated exposure makes you numb to it. That is, it's only hot and heavy in the beginning. It's the truth. Wie steht dir dazu? Ewige Liebe oder nur abschwächendes Gedöns? Irgendwer kommt da. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber wir checken erstmal, was ist los. Schreibt uns Catherine. Vincent, wurdest du in irgendwas hineingezogen? Wenn das so ist, dann sag es mir. Sag mir die Wahrheit. Deine Probleme sind jetzt auch meine Probleme. Oh, das ist aber lieb. Mach dir keine Gedanken. Du machst dir zu viele Sorgen. Glaubst du mir nicht? Mach dir keine Gedanken. Du machst dir zu viele Sorgen. Das war nur ein Missverständnis. Du hattest recht. Das war nur ein Missverständnis. Ich weiß gar nicht, was... Tut mir leid, dass du dir Sorgen um mich gemacht hast. Sorry, ich erkläre dir alles, wenn es vorbei ist. Entschuldigen wir uns. Gute Nacht, Catherine. Ich liebe dich, Catherine. Können wir das dann schon sagen? Lieben wir sie wirklich? Sind wir uns dann wirklich sicher? Deswegen schreiben wir erstmal gute Nacht, Catherine. Ist ja trotzdem positiv gewesen, von daher. What soll's? Ne? Hey!
Was? Anna ist alleine da? Oh, oh, oh. Darauf erstmal einen Schluck Whisky. Ja, aber hab ich schon mal gehört. Sorry, you had to see me like that yesterday. I mean, is that really what you want? Don't you love him? We're past the age of believing we'll have no problems just because we're in love. You too. But... He's adopted. He's been working hard all his life to repay the parents who raised him. He fought his way through, dealing with pressures all this time. He's a truly pitiable soul. I knew that I wouldn't be able to marry him. That he was going to become someone else's from the very beginning. And now that day has come. Cheer up. Don't patronize me. Ich wollte nur nett sein. Naja. Er schreibt uns diesmal. Ich bin so aufgeregt. Oh, es ist mit einem Bildanhang. Da sollten wir doch mal besser ins Bad reinspazieren und uns da das Bild angucken. Das kann sicherlich nur ein, naja, Bild sein. Ihr wisst schon. Deswegen gehen wir mal hier auf Toilette, zücken unser Handy und schauen in die SMS. Ich bin so aufgeregt, Herzchen, Herzchen, Herzchen. Ich hoffe, du arbeitest fleißig. Ich liebe es, wenn du von deiner Arbeit erzählst. Oh, morgen haben wir unser erstes echtes Date. Ich bin so aufgeregt. Emotion. Yay, lass uns nach dem Kinobesuch noch etwas machen. Schauen wir das Bild an. Oh, shit. Ein Geschenk, was man vielleicht gerne auspacken will? Ha? Ha? Na, wolltet ihr auch schon mal immer ein Geschenk haben? Eine, naja, nackte Person nur mit einer Schleife für euch. Antworten wir mal ihr. Das wird ein Date? Ich weiß noch nicht, ob ich komme. Ich habe gesagt, du sollst aufhören, Fotos zu schicken. Wir sollen ja... Das ist doof. Ich versuch's einfach. Ich versuche auch noch nett zu ihr zu sein. So eine Beziehung haben wir nicht. Na dann bis morgen. Ich bin so nervös. Wie fühlt sich... ich bin so nervös. Wie fühlt sich ein Magengeschwür an? Wir hätten das jetzt nochmal machen können. Na dann bis morgen. Ich bin so nervös. Wie fühlt sich ein Magengeschwür an? Schicken wir das mal so. Das hat das nochmal richtig runtergezogen, jetzt diese SMS. Dem wir ihr nicht gesagt haben, dass wir nicht so eine Beziehung führen. Deswegen, ich werde mal versuchen, beides irgendwie so am Laufen zu halten. Ich weiß nicht. Eigentlich ist es nicht so cool. Aber egal. Erstmal eine coole Abkühlung für unser Gesicht. Was? Wieder ein Baby? Well, that's odd. What did you see? I'll see you at the Spiral Corridor tonight. I'm looking forward to it. What the? Oh man. Es wird immer schlimmer, bevor es besser wird. So heißt es doch immer so schön. Ich weiß gar nicht, was wir noch machen sollen. Setzen wir uns erstmal hin und schauen mal kurz im Entschuldigung, Fernseher rein. Continue the story of the mysterious series of deaths. Nicholas Clark, age 29, was the latest victim. What a grisly story. Archie Wallace, age 28. Archie? Oh my, Archie? These deaths are hitting close to home these days. Kevin Taylor, age 31. That concludes the current known list of victims. If we learn of any new information... Oh Mann, ey, ich schaff das nie, die zu retten. Ich versau das immer. Oh Mann, Archie ist wegen uns draufgegangen. Da muss ich erstmal was trinken. Stupid as I am, I just have to give up and move on. Das stimmt. Marriage is two people becoming one. It's the truth. To bear another person's life is very difficult and very frightening. Man kann doch auch noch trotzdem zwei Leute bleiben. Man ist doch nicht eine Person wegen einer Hochzeit. Man teilt sich zwar gewisserweise. Eigentlich sind das zwei Leben, die man sich ab und zu, also die zusammenhängen, aber es ist ja nicht ein Leben, es sind zwei Leben, die auf demselben Weg entlang gehen. Oder wie seht ihr das, ne? Oh, danke, danke für dieses aufregende Gespräch, Anna. Boah, weg mit dem Zeug hier. I know this is sudden, but here's some so, was erzählt ihr uns über Whisky?
Do you know what the strongest distilled alcoholic beverage in the world is? Whisky? The strongest alcohol in the world is spiritus, or rectified spirit, a vodka made in Poland. It is distilled more than 60 times. It is 190 proof. Ja, deswegen wird Spiritus auch nicht getrunken, sondern zum Reinigen oder so, oder in der Chemie benutzt. But apparently, locals do not drink it. They use it to make homemade liqueurs, dipping fruits in it. And that was the trivia for tonight. Oder, naja, wie ihr gesehen habt, man trinkt es nicht pur. Empty? Are you all right? Ich kann auch was vertragen. I'm fine. Noch ein Bier. Beer. Coming right up. Das ist das Letzte, was ich hier trinke, verdammte Scheiße. So, dann werde ich nochmal mit meinem Compadres reden hier. Die zweite Runde fertig machen mit ihm. Oh, right, jetzt geht Johnny weg. Johnny looks pretty bad. He always hurts his problems from us, huh? But Chief's so cool. When one of his guys messes up, he sticks with him till the end. And that's his problem. He needs to take it easy. Man, if I was a girl, I'd be all over Chief. Tell him that when he comes back. I'm sure he'll appreciate it. Yeah. Und da sind sie wieder. Na, Orlando? Oh, man. Na, wenn man nicht schläft. Why do you get so tired? Just because you had a bad dream. You never wake up with sore muscles from stuff you do in dreams, right? Man, I so wanna punch you. Oh, die Zwillinge gehen also. Oh, gut. Das Rapunzel-Rätsel. Das Rapunzel-Spiel, das du in der Bar spielen kannst, scheint mehr als ein mögliches Ende zu haben. Auch wenn du es einmal geschafft hast, lohnt es sich vielleicht, es noch einmal zu spielen. Findest du den Schlüssel, um die Wahrheit in dieser Geschichte aufzudecken? Spiel die ganze Nacht Videospiele. Yay! Das habe ich getan, deswegen bin ich entsprechend ebenfalls müde. Momentan Mass Effect 3. Aber das nur so nebenbei. Sprechen wir mit noch Johnny, dann ist es vielleicht schon vorbei. Looker's really hitting me today. Ja. Chief really looks tired today. Kind of worried. Tschüss, Anna. Look, Vincent. You're not hiding anything from me. Are you? Looks like I was the only one hiding something. Ja, wir müssen ihr unbedingt die Wahrheit sagen. So geht das ja nämlich nicht weiter. So kann das nicht weitergehen. So, mit dem haben wir geredet. Und dann reden wir mal mit Boss. Mit dem Boss. Are you the type to see nightmares, Mr. Brooks? Yeah. Shit, why can't I remember them? Every night I've had them. Women aren't the only ones to get the marriage blues. Man asks everything from a woman. But when done so, he feels she is a burden. To pilfer the ponderings from a certain someone. It doesn't matter anymore. I figured it out. I want Catherine by my side. So I'm just gonna settle things. I hope it leads to a good conclusion. But still, Steve's voice. I've heard it somewhere before. I'm gonna head home. Excuse me. Kein Problem, Justin. Tu dir keinen Zwang an. Auf noch mal ein Stück Bier. Rumors are bullshit. Ja, verdammt. Scheiß auf Flüche. Verflucht seien die Flüche. Hey, tell Johnny and Orlando, okay? All this nightmare talk really worries me. I don't believe it. Dreams are just weird. But have you seen the news? One of the victims was a regular here. Verdammt. He was a good man. If this stuff keeps happening. Anyway, you don't need to worry. Okay. Ja, wenn das so weitergeht, habt ihr keinen Stammgäste mehr. Ja, eure Kundschaft geht euch flöten. Vielleicht geht ja Vincent auch drauf. Dann Orlando und Johnny. Dann gibt's nur noch Toby hier, der herkommt. Und wird er hier wirklich herkommen? Okay, er geht ja hier immer wegen Erica hin. All this nightmare talk really worries me. Okay, das. Dreams are just... Anyway, you don't need to worry. Okay. Wurde schon gesagt. Na, Kumpelze, sagt ihr auch, dass ihr gleich abhaut? Ich kann jetzt nur noch einmal mit dem Boss reden. Don't torment yourself too much. Wow.
die Weisheit des Tages. Shoot, is this time already? When I break up with her, I need to keep my mind clear. Yo, hey Vincent, we're leaving. Okay, ich bleib noch einen kurzen Moment. All right, take care. Ich will nämlich das Bier zu Ende trinken. Still hanging around the bar. We can't start this party without you. Now, come. Did I just hear something? Good evening. Is Vincent here? What? Hmm? Hey, Catherine. Was machst du denn hier? Oh, ich muss mir erstmal ein bisschen Mut wieder antrinken. Um die letzte Weisheit über Bier herauszufinden. Also nicht die letzte, Beer is loved all over the world. But where did it China. Come from? Ägypten. The earliest records of beer making are from 5000 years ago in ancient Mesopotamia. It said the barley used to make bread fermented naturally and beer was created by coincidence. The earliest known alcohol is said to be from 9000 years ago in China, a mix of rice and fruit alcohols. Uh-huh. I guess you could say humanity's had a long time to enjoy their drinks. And that was the beer trivia. Und noch eine kleine Bierweisheit, falls ihr das noch nicht wusstet. Ja, mir geht es gut. Für heute habe ich genug. Falls ihr das nämlich noch nicht wusstest, Bier wurde schon bei den alten Ägyptern getrunken. Und zwar haben das die Arbeiter bekommen, weil das war zwar quasi flüssig Brot. Das hat die Sklaven oder die Arbeiter fügsamer gemacht. Und naja, es hat sie gestärkt, weil Bier eben sehr viele... ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Das heißt ja auch, wenn nach einem Sport kann man auch ein Bier trinken, weil es sich sogar teilweise ein bisschen positiv umsetzt, weil es sehr gehaltvoll ist und so weiter. Ja, schon die alten Ägypter haben den Sklaven Bier gegeben, um sie gefügig zu machen. Opium für das Volk. Sprechen wir mit Catherine. Why are you here? Hey, have you ever cheated on anyone? Gerade im Moment. Huh? Well, I can't imagine. It's you, after all. I've cheated on someone before. But don't worry, I'm only seeing you. How do I say this? It's really strange that I feel this way. Do you get what I'm trying to say? I'm probably not making much sense. Well... Man, you're not talking much today. I'm just sitting here with some guy who's not saying anything. We're done talking today. Sorry. I'll see you tomorrow. I've been tired lately, and I want to sleep alone. Then that's too bad. Ach Quatsch, die wird doch sowieso wieder neben dir aufwachen. So wie jedes Mal. What? You're going home already? Nein, noch nicht, aber... It's not like that, but... Die hat gerade gesagt, dann haben wir uns nichts mehr zu sagen, und auf einmal das, ja? So, das sagt der Geldautomat. Leck mich. Das sagt lucky and have a bank error in my favor. Yeah, right. So, dann wollte ich noch mal kurz gucken. Ja, für alle die jetzt keine Lust auf Rapunzel haben, können das Video jetzt gerne beenden. Ich werde aber jetzt noch versuchen, eine kleine Runde hier einzulegen. Let's do und zu gucken, ob ich das vielleicht doch schaffe. Spielen. Okay.